Im zweiten Teil über den XP-ORX geht es um ein paar Kleinigkeiten, die ich im ersten Teil vergessen habe. Die möchte ich noch ganz kurz zeigen. Und dann zeige ich euch noch, wie die Unterschiede am Gestänge sind, im Gegensatz zum XP-Deus. Und dann zeige ich euch noch die Settings, das Menü, was kann man da alles einstellen. So, als erstes will ich den Detektor mal kurz wiegen, damit man mal sieht, was das gesamte Ding wiegt. Und hier sehen wir auch, was das jetzt wiegt. 854 Gramm. Und wenn wir die Einheit mal runternehmen, dann sind 758 Gramm. Mal die Fernbedienung kurz einzeln, da haben wir 96 Gramm. Ich habe natürlich den XP oder X auch noch hier gewogen mit der anderen Spule. Ergebnis blende ich euch ein. Dann habe ich jetzt hier noch die Maße, wenn der Detektor komplett zusammengeschoben ist. Falls ihr euch den in den Rucksack packen wollt, damit ihr wisst, wie lang das ganze Gerät ist. Von hier oben am Ende vom Gestänge bis unten zur Spule im eingeklappten Zustand. Kann das jetzt natürlich nur mit der elliptischen Spule messen. Ich denke mal, mit der runden Spule wird sich das nicht viel nehmen. Was haben wir da? Circa 65 cm. Als nächstes möchte ich euch noch mal kurz die Unterschiede am Gestänge zeigen. Dafür habe ich mich mit dem Preußensondler kurz geschlossen. Der hat nämlich den XP-Deus und der hat extra ein Video gedreht, damit wir mal die Unterschiede zeigen können, wo die Unterschiede jetzt am Gestänge liegen hauptsächlich. Und da sehen wir, dass hier diese Riffeln am XP-Deus nicht vorhanden sind. Ich denke, das haben sie gemacht, um Gewicht zu sparen. Und das haben sie ja auch, denn der XP-ORX ist leichter als der Deus. Hier unten sieht man, dass hier ein Loch drin ist. Beim Preußensondler könnt ihr sehen, dass unten bei dem XP-Deus-Gestänge dieses Loch nicht vorhanden ist. Ein weiterer Unterschied ist auch die Armlehne. Die Armlehne hier ist komplett am Gestänge mit verbaut. Beim Preußensondler, beim XP-Deus könnt ihr sehen, dass die Armlehne dort aufgesteckt ist, auf das Gestänge, und dass hier unten auf der Innenseite dann das mit einer Schraube fixiert wurde. Das ist hier nicht so. Wie gesagt, das ist hier in einem Stück gearbeitet worden. Des Weiteren gibt es noch einen Unterschied am Griff. Der Griff vom XP-Deus ist gummiert und der Griff vom ORX, der ist komplett aus Plastik. Also da ist nichts gummiert. Hier mal so rüberreibe. Es ist komplett hart. Also das ist einfach nur Plastik. Keine Gummierung oder irgendeine weiche Oberfläche oder sowas. Die haben das hier so ein bisschen angeraut, dass das griffiger ist. Das ist aber auch schon alles. Ansonsten macht das XP-Deus hier Stänge für mich so den Eindruck, als wäre etwas hochwertiger verarbeitet. Bin aber mit dem Gestänge hier vom ORX auch sehr zufrieden. Zu guter Letzt möchte ich euch aber noch zwei Bilder einblenden zum Gestänge. Hier auf der linken Seite könnt ihr sehen, ist der XP-ORX zu sehen. Auf der rechten Seite der XP-Deus. Und da seht ihr nochmal die beiden Gestänge, wie die aufgebaut sind. Das sind die originalen Herstellerbilder quasi von den PDF-Dateien, von den Gebrauchsanweisungen. Die kann man sich überall im Internet einfach googeln. Und da könnt ihr halt nochmal genau sehen, wie es aufgebaut ist. Da sieht man ganz klar, dass beim Deus die Stänge aus mehreren Teilen auch besteht und aus dem Griffstück. Und beim ORX ist es halt mehr in einem Gesamtstück gefertigt worden. Mehr Unterschiede konnte ich jetzt soweit nicht erkennen. Wenn ihr noch was erkannt habt, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten kommen wir jetzt zur Fernbedienung, die Unterschiede der Fernbedienung vom ORX zum XP-Deus. Der ORX ist so wie der XP-Deus nicht in der Lage, hier an der Fernbedienung die Lautstärke zu regeln. Aus diesem Grund habe ich mir den Lautsprecher hinten jetzt mal abgeklebt. Der ist nämlich extrem laut und die einzige Möglichkeit, die Lautstärke zu regulieren, sind die Kopfhörer. Der XP-Deus sieht erstens mal anders aus und vor allen Dingen wollen wir nicht nur die Fernbedienung von außen zeigen, wir wollen auch zeigen, wo sind die Unterschiede im Detektor, also in der Elektronik. Was kann man hier einstellen und was kann man beim XP-Deus einstellen? Hier kann man nämlich wesentlich weniger einstellen. Hier sind viele Menüs dabei, die beim XP-Deus auch drin sind. Die sind aber hier abgespeckter und man kann weniger einstellen. Und welche das genau sind, das zeigen wir euch jetzt. Und dazu schalte ich den jetzt einfach mal an. Als erstes wird man gefragt, ob man mit Ton an- oder aussondern möchte. Man kann ja Kopfhörer verwenden, da braucht man ja den Ton nicht von der Einheit. Ich mache den Ton jetzt aber an, um euch auch zu zeigen, dass der Detektor sehr ruhig ist. Selbst in der Wohnung ist es nicht so, dass er wie verrückt am Rumpiepseln ist. Der Deus ist da ein bisschen anfälliger, habe ich das Gefühl, aber das kann auch einfach eine Einstellungssache sein. Es gibt zwei Menüs. Ich gehe jetzt einfach mal ins erste Menü und schalte einfach mal alles durch. Im ersten Menü haben wir hier die Config. Dann haben wir Programme, Spulen, Headset, Pinpointer. Und dann sind wir wieder bei Config. Gehe jetzt mal bei Config rein und zeige euch, was da drin versteckt ist. Da kann man ein Update machen. Kann man die Sprache einstellen, kann den Lautsprecher an- oder ausmachen, man kann die Beleuchtung verändern. Man kann zum Beispiel die Beleuchtung so einstellen, dass sie nach 120 Sekunden ausgeht oder nach 60 oder nach 10 oder nach 3 oder dass die Beleuchtung immer aus ist. Man kann den Kontrast verändern.
bis 19 und auch wieder bis 2, nee, bis 0. Dann gibt es noch die App von XP, dann kann man Update machen und ich glaube, da waren wir dann auch schon. So viel zu diesem Menü, das ist das Config-Menü gewesen. Dann kommen wir mal kurz ins Programme-Menü rein. Im Programme-Menü kann man diese zwei Programme hier, die dort zur Verfügung stehen, quasi überschreiben mit seinen eigenen Einstellungen. Das sind quasi die zwei User-Programme. Mehr kann man nicht machen. Man kann sich zwei User-Programme abspeichern. Man kann die User-Programme nicht umbenennen, soweit ich das bemerkt habe. Man kann die auch nicht löschen. Man kann nichts damit machen, außer die halt überschreiben und seine eigenen Einstellungen somit abspeichern. Ja, des Weiteren kann man hier bei Spulen logischerweise Spulen verbinden oder ein Headset verbinden oder einen Pinpointer verbinden, den MI6. Ja, so viel erstmal zum ersten Menü. Das war eigentlich alles. Mehr habe ich da jetzt nicht gesehen. Und dann gehen wir mal hier ins zweite Menü, was direkt daneben ist. Dann haben wir hier einmal die Sensitivität. Ich erhöhe die jetzt mal aufs Maximale. Das ist 99, mehr geht nicht. Bei 90 ist er schon sehr ruhig in der Wohnung. Jetzt gehe ich mal noch aufs Minimale. 0. Ja, dann gibt es das Menü, um die Kilohertz-Frequenz zu ändern. Das kann man dann hier über die Plus- und Minus-Buttons machen. Da kann man dann so große Sprünge machen auf 30 Kilohertz oder in dem Fall 74. Also ihr könnt über diesen Knopf hier noch die Frequenzen verschieben. Das bedeutet, es gibt hier noch 7 Unterfrequenzen, wo man die Hauptfrequenz, die man eingestellt hat, noch verschieben kann. In kleinen Schritten. Wenn ich jetzt hier die niedrigste eingestellt habe, kann ich zum Beispiel jetzt hier mal durchschalten und somit noch andere Frequenzbereiche erreichen. Das ist jetzt das Allerniedrigste, was man mit dem ORX und der HF-Spule mit dem elliptischen Coil einstellen kann. Niedriger ist nicht möglich mit der Spule. Wenn man jetzt eine andere XP-Spule verwendet, dann wird es sicherlich noch niedriger gehen. Ich bringe noch eben den Detektor auf die maximale Kilohertz einmal, den ich jetzt hier wieder bis zum Maximum verschiebe. Das kann auch behilflich sein, wenn man jetzt mit mehreren ORX unterwegs ist, zu zweit oder zu dritt. Dann kann man die Frequenz noch ein bisschen verschieben, um sich nicht gegenseitig zu stören. 80,8, ich glaube, das ist jetzt das Höchste. Ja, das war das Allerhöchste, 80,8. Gut, jetzt wieder zurück. Gucken wir mal, was noch im Menü ist. Man kann den Eisenton aus- oder anmachen. Man kann hier die Reaktionszeit erhöhen auf 3. Und ich glaube, auch beim Deos geht es noch weiter als 3, ich glaube bis 5. Ich habe hier die Reaktionszeit bis 3 und kann runtergehen bis 1. Dann haben wir hier noch Diskriminierung. So kann man halt Sachen ausblenden. Das geht auch nicht ins Minus. Man kann von 0 in 0,5ern Schritten sich fortbewegen. Beim Deos kann man in 0,1ern Schritten sich fortbewegen und auch noch ins Minus gehen. Und ab hier geht es nur noch in 1er Schritten. Und dann kann man da halt hochgehen bis 99. Ja, dann kann man bis 99 ausblenden. Gehe aber mal wieder runter. Bin jetzt mal wieder auf 7 einfach. Und dann kann man noch die Sensitivität erhöhen. Aber ich glaube, da waren wir auch schon. Das war's. Wenn man jetzt hier noch ein bisschen schaltet, dann sieht man, dass hier links an der Ecke dann öfters noch so ein Button erscheint. Hier in dem Fall bei der Frequenzverschiebung ist dann der Zusatzknopf. Beim XP Deos erscheinen hier öfters Expert-Einstellungsknöpfe. Die sind überhaupt nicht vorhanden. Ich schalte mal nochmal durch. Da erscheinen keine weiteren Zusatzoptionsknöpfe, außer nur bei der Frequenzverschiebung. Das war's. Ja, so viel erstmal zu den Menüs. Am oberen Bildrand kann man erkennen, dass dort ein Programm ausgewählt ist. 6 User Gold bedeutet, am oberen Bildrand werden immer die Programme angezeigt, in welchen man gerade läuft. Man kann über diesen Knopf hier die Programme hintereinander durchschalten. Es sind 4 vorprogrammierte, fest eingespeicherte Programme. Und dann gibt es die 2 User-Programme, die man halt für sich speichern kann. Wie schon gesagt, sieht man ja hier oben die Programme, in welchen man sich zurzeit gerade befindet, in welchem Programm man gerade läuft. Und wenn man jetzt hier die Programme einfach mal umschaltet, dann ändert sich das da oben und möchte da einfach nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Wenn man jetzt zum Beispiel im Gold 1 Modus ist, dann hört man, dass das jetzt so ein anderer Ton ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal in den
Coin-Modus wechsle, dann hört sich der Ton auch wieder anders an. Das ist dann nicht so ein piepsmäßiger Ton und man kann sich die Tonart dann quasi so abspeichern, weil man kann das irgendwie manuell nicht einstellen in dem Programm. Man muss also quasi sich eins dieser Programme raussuchen, zum Beispiel ein vorprogrammiertes Coin-Programm oder ein vorprogrammiertes Gold-Programm. Die Gold-Programme haben diesen anderen Ton und die Coin-Programme haben halt diesen piepsigen Ton und dann kann man sich das einfach so abspeichern mit dem Ton, welchen man möchte. Ich zeige das jetzt mal kurz, wie man das abspeichert. Sagen wir, ich möchte jetzt mal diesen Ton haben. Dann habe ich jetzt hier bei CoinFast, das ist ein vorprogrammiertes Programm, habe ich mir rausgesucht. Jetzt passe ich das mir noch ein bisschen an. Ich ändere hier die Sensitivität. Die möchte ich einfach ein bisschen niedriger haben jetzt zum Beispiel. Und dann kann ich hier reingehen bei Programme und speichere das jetzt einfach mal auf User 5. Dann fragt er, ob ich das ersetzen will, dann ersetze ich das und dann ist das ersetzt. Und wenn ich jetzt hier oben durchschalte, komme ich irgendwann auf User 5 und das ist dann auch dieser Ton. Und ich möchte jetzt aber den User 5 wieder verändern in einen anderen Ton. Dazu gehe ich hier wieder, sagen wir mal, ins Gold 1 rein. Da habe ich diesen Ton. Hier im Menü passe ich wieder ein bisschen an, mache die Sensitivität wieder ein bisschen runter. Dann möchte ich zum Beispiel noch die Kilohertzzahl niedriger haben. Und ja, in diesen Goldmenüs kann man auch sehen, dass hier noch zusätzliche Menüs dazukommen, beziehungsweise eins fällt weg, nämlich das normale Diskriminierungsmenü, das ist dann weg. Man hat dann an der Stelle dieses Menü, Disk IAR oder R, kann man anscheinend nur bis 5 hochdrehen. Und ist 0. Zusätzlich kommt dann noch ein anderes Menü mit dazu, nämlich der Threshold. Und das kann man auch von 0 bis 20 bringen. Threshold ist dieser Hintergrundsound. Kann man jetzt gut hören, das brummt die ganze Zeit. Das ist halt, wenn man in diesem statischen Tonmodus drin ist, den man bekommt, wenn man eins dieser Goldprogramme auswählt. Ich möchte mir jetzt hier den Threshold einfach mal auf 5 schalten und Disk mache ich jetzt auch mal auf 5, nur als Beispiel. Dann speichere ich mir das ab, und zwar diesmal aber auf User 6 und dann ersetze ich das. Und wenn ich jetzt hier durchschalte, habe ich auf User 5 meinen piepsigen Ton und auf User 6 habe ich diesen, den ich gerade eingestellt habe mit dem statischen Ton. Ich kann jetzt auch zum Beispiel in Feingold reingehen, das ist eins dieser vorprogrammierten Programme. Oder CoinFast ist auch eins dieser vorprogrammierten Programme. Oder CoinDeep, auch eins dieser vorprogrammierten Programme. Ich gehe jetzt mal in 1 Gold rein. Man kann diese Programme jederzeit, wenn man damit laufen möchte, auch bearbeiten. Zum Beispiel hier die Sensitivität verändern oder die Frequenz. Ich habe jetzt die Frequenz einfach mal auf 14 gemacht und wenn ich jetzt zurückgehe, bleibt das so. Und ich könnte jetzt damit so sondeln. Wenn ich jetzt aber den Detektor ausmache und den wieder anmache, dann ist Gold 1 automatisch wieder auf die alten Settings zurückgefallen, und zwar genau die Settings, welche vom Hersteller vorher einprogrammiert wurden. Meine zwei gespeicherten Programme sind aber weiterhin vorhanden, die kann ich jetzt ganz normal aufrufen. Einmal der piepsige Ton und einmal der andere Ton, wie ich sie gespeichert hatte. Des Weiteren verfügt der XPORX noch über einen Salzmodus. Das bedeutet, den kann man aktivieren, wenn man jetzt in alkalischen Böden unterwegs ist, zum Beispiel am Strand, am Meer, wo der Boden salzhaltig ist. Da kann man den aktivieren und da kann man quasi, egal in welchem Modus man jetzt ist, diesen Salzmodus aktivieren. Dazu lasse ich einfach den Raute-Knopf hier gedrückt und dann verändert sich hier oben das Programm. Da steht jetzt, dass der User-Coin-Modus im Salzmodus ist, und wenn ich jetzt in User 6 gehe, kann ich das da genauso machen? Kann mir da auch den Salzmodus anmachen. Wenn ich den Salzmodus nicht mehr will, lasse ich einfach gedrückt. Hier am Bildrand rechts oben, da sieht man die aktuelle Akkuanzeige. Der schwankt jetzt immer. Also der zeigt jetzt den Akkustand der Fernbedienung an. Und dann zeigt er gleich wieder den Akkustand der Spule an. Da sieht man, die Spule ist leer. Die habe ich jetzt schon eine Weile nicht geladen. Ich möchte jetzt noch ein bisschen auf die Unterschiede eingehen vom XPDEOS und zum ORX hier in den Menüs. Beim XPDEOS hat man die Möglichkeit, hier so eine Hufeisenansicht einblenden zu lassen. Das ist wie so ein Graph, daran kann man sich orientieren und besser erkennen, ob man jetzt Schrott gräbt oder nicht.
Dann gibt es da noch so einen XY-Graph, den kann man auch beim XPDOS einblenden. So was gibt es hier überhaupt nicht. Also es gibt beim ORX kein Graph. Man kann beim ORX nur die Leitwertanzeigen sich anzeigen lassen. Beim XPDOS gibt es noch eine Uhr oben rechts. Beim ORX ist die Uhr nicht vorhanden. Und beim ORX ist es halt auch so, dass man die 4 Werksprogramme hat, die voreingestellten, und die 2 User-Programme. Beim DIOS ist es ein bisschen anders. Beim DIOS hat man die Möglichkeit, bis zu 8 Programme sich anzulegen, zu speichern, zu benennen, zu löschen. Also man kann da wesentlich mehr einstellen. Und der DIOS hat auch noch 10 zusätzliche Werksprogramme. Und der XP-ORX hat auch keine Notch-Funktion. Das bedeutet, man kann keine höheren Leitwerte ausnotchen. Diese Fähigkeit hat... Also haben sehr viele Detektoren. Ich nutze es eigentlich nicht. Ich finde auch, dass man es nicht unbedingt braucht. Aber der ORX hat halt diese Funktion nicht. Der XPDOS hat diese Funktion. Menüs, welche noch fehlen, welche ich entdeckt habe, sind der Bodenfilter und halt wie gesagt die Expertenmenüs, der XY-Graph und Hufeisen-Graph. Der ORX verfügt über 3 Töne. Also das bedeutet, in 3-Ton-Modus läuft man damit. Man hat einen Eisenton, man hat einen Mittelton und man hat einen ganz hohen Ton. Man kann natürlich den Eisenton ausblenden, dann hat man nur noch einen 2-Ton-Modus. Ja, den Bodenabgleich kann man machen, indem man hier einmal kurz raufdrückt und dann halt die Spule über den Boden pumpt. Und dann erscheint hier halt der aktuelle Bodenabgleichwert. Um Ground Balance manuell einzustellen, muss man einfach nur einmal auf Ground Balance drücken. Dann kann man hier über die Plus- und Minus-Knöpfe quasi den Ground Balance manuell einstellen. Oder wie schon gesagt, einmal drücken und dann ganz normal pumpen, wie man das auch von allen anderen Detektoren kennt. Und ein weiterer Unterschied zum XPDOS ist noch die Pinpoint-Funktion. Um hier in die Pinpoint-Funktion zu kommen, muss man gedrückt lassen. Dann ist man in der Pinpoint-Funktion drin. Jetzt kann man quasi pinpointen. Und wenn man wieder zurück will, drückt man hier auf Zurück. Beim XPDOS ist es so, dass man nur einmal kurz drückt. Dann ist man in der Pinpoint-Funktion bup, und kann wieder zurück. Bup, Pinpoint, bup, und wieder zurück. Bup. Das geht hier leider nicht. Wie gesagt, hier muss man gedrückt lassen, bis man in der Pinpoint-Funktion ist. Man hört jetzt mal den Pinpointer. Ich werde mal etwas pinpointen. Okay. Zudem hat der Detektor keine Überlastungsfunktion oder ein Überlastungsalarm. Viele Detektoren haben das, wenn man mit der Spule ein Metallstück direkt berührt, dann kommt ein Signal. Ich werde das mal kurz anhand von einem Quest Q20 zeigen. Habe jetzt hier den Quest Q20 in der Hand, der übrigens eine Lautstärkeregelung hat, und werde mit dem jetzt einfach mal ein Metallstück berühren. Und das ist jetzt quasi eine Überladung. Die meisten Detektoren, die ich kenne, haben diese Funktion, dass wenn man ein Metallstück komplett berührt, dass man dann diesen Alarm hat. Um euch das kurz mal zu demonstrieren, habe ich hier mal 5 Reichsmark und die lege ich jetzt einfach mal auf die Spule. Und dann passiert quasi gar nichts. Man kann es auch unter die Spule legen. Bei anderen Detektoren ist es halt so, dass dann dieser extreme... Alarm losgeht. Es gibt sicherlich noch mehr Unterschiede, die ich jetzt nicht offiziell habe, weil ich einfach mich nicht mit den XPDOS so gut auskenne. Fakt ist einfach, dass der XP-ORX auch ein anderer Detektor ist. Der ist kein DIOS. Ne? Man bekommt natürlich kein DIOS nach Hause, auch wenn er fast genauso aussieht. Es ist ein anderer Detektor mit anderen Möglichkeiten, anderen Fähigkeiten. Die Unterschiede habe ich euch gezeigt. Alles, was ich weiß. Ich weiß nicht, was ich noch zeigen soll an Unterschieden. Ich würde jetzt am liebsten sondeln gehen, und das möchte ich jetzt auch demnächst mal wieder tun, wenn das Wetter wieder mitmacht. Dann werde ich den XP-ORX schön draußen im Wald verwenden, und dann könnt ihr euch den in Action angucken, und bin gespannt, was ich damit alles finden werde. Es ist ein guter Detektor, so viel steht fest. Auch wenn einige Funktionen fehlen, werde ich den Detektor auf Herz und Nieren weiter testen, und ihr könnt das verfolgen auf meinem Kanal in weiteren Sondelvideos. Und ich werde noch ein Technikvideo zu dem Detektor machen, und zwar wie man die Spulen verbindet und die Kopfhörer und den Pinpointer und was man da einstellen kann mit dem Pinpointer. Das sollte auch in Kürze direkt folgen, das Video. Ja, danke euch fürs Anschauen. Ich hoffe, ich konnte ein paar Fragen beantworten damit und ein paar Leuten weiterhelfen mit Informationen. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt diese Fragen einfach in die Kommentare, oder wenn ihr irgendwelche Sachen zu sagen habt, was ich hier vergessen habe an Unterschieden oder irgendwas falsch war in meinem Video, dann lasst es mich wissen, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend und viel Spaß beim Sondeln. Bis zum nächsten Mal.